Willkommen zu Hause, Messe. Keine Angriffe, keine Katastrophen, keine außer Kontrolle geratenen Verzauberungen. Sämtliche Reinigungsarbeiten sind abgeschlossen und eure Ausrüstung wurde sorgfältig gepflegt. Ja, dir auch. Wuff. Eure Unterstützung hat mir mehr bedeutet, als ihr euch vorstellen könnt. Das Bier ist auch nicht mehr so gut wie früher. Ich kann nicht mehr. Champion, dem Erbauer sei Dank, dass ihr hier seid. Was ist geschehen? Der erste Verzauberer aus Sino hatte einen fürchterlichen Streit mit der Kommandantin. Er ist davongestürmt, um der obersten Klerikerin die Angelegenheit vorzutragen, aber die Kommandantin ist ihm gefolgt. Ich fürchte, das wird mit Blutvergießen enden. Dann bringt mich zu ihnen, bevor es dazu... Ich werde den Turm durchsuchen lassen, von unten bis oben. Das könnt ihr nicht tun, ihr habt kein Recht dazu. Ich habe jegliches Recht dazu. Ihr versteckt hier Blutmagier. Und ich habe vor, sie aufzuspüren, bevor sie diese Stadt infizieren. Blutmagie? Wittert ihr eigentlich irgendwo keine Blutmagie? Wir können uns nicht einmal schneuzen, ohne dass ihr uns der Verderbtheit bezichtigt. Verscherzt es euch nicht mit mir, Magier. Meine Geduld ist erschöpft. Komisch, dass ich nie sah, wie es begann. So wie ihr euch benehmt, werden die Leute bald anfangen zu tuscheln. Na, sieh mal einer an, wer hier plötzlich auftaucht. Das hier hat nichts mit euch zu tun, Champion. Ich habe sie hergebeten. Ich denke, die Leute verdienen es zu erfahren, was ihr getan habt. Was ich getan habe, war, die Einwohner dieser Stadt zu beschützen, immer und immer wieder. Was ich getan habe, war, euch Magier vor eurem Fluch und eurer eigenen Torheit zu beschützen. Ich höre nicht auf damit. Unsere Wachsamkeit wird nie nachlassen. Das Risiko werde ich nicht eingehen. Ihr müsst aufhören, so hart gegen die Magier vorzugehen. Haben wir denn eine andere Wahl? Sagt mir, Champion, dass ihr nicht mit euren eigenen Augen gesehen habt, wozu sie fähig sind. Dass ihr nicht selbst die Lügen von Magiern gehört habt, die nach Macht streben. Einige von uns wollen genau dasselbe wie ihr, Meredith. Wir sind nicht der Feind. Ihr wollt uns alle als Schurken sehen, aber dem ist nicht so. Ich weiß. Und es bricht mir das Herz, das zu tun. Aber wir müssen wachsam sein. Wenn ihr mir keinen anderen Weg zeigen könnt, wagt es nicht, mich als Tyrannin darzustellen. Das führt zu nichts. Die oberste Klerikerin Elthena wird dem ein Ende machen. Ihr werdet ihre Gnaden nicht mit hineinziehen.
Die oberste Klerikerin kann euch nicht helfen. Erklärt euch, Magier. Ich werde nicht untätig zusehen, wie ihr alle Magier wie Verbrecher behandelt. Während die, die uns anführen sollten, das Haupt vor ihren Kerkermeistern beugen. Wie könnt ihr es wagen, so? Der Zirkel hat uns im Stich gelassen, Orsino. Selbst ihr müsstet das erkennen können. Es ist Zeit, etwas zu unternehmen. Es darf keine Kompromisse mehr geben. Anders, was habt ihr getan? Es gibt kein Zurück mehr. Gnädig. Es kann keinen Frieden geben. Athena, nein! Beim Erbauer, nein! Sie war deine ergebenste Dienerin. Sie wurde von allen geliebt. Warum hat sie nicht auf mich gehört? Gesegnet seien die Seelen der Gläubigen, auf dass sie emporsteigen mögen, um zu deiner Rechten zu sitzen. Warum? Warum habt ihr das getan? Ich habe die Chance auf eine Einigung zerstört, weil es niemals eine Einigung geben kann. Die oberste Klerikerin hat durch Magie den Tod gefunden. Und die Kirche wurde zerstört. Als Kommandantin von Kirkwall berufe ich mich hiermit auf das Recht der Auflösung. Jeder einzelne Magier des Zirkels wird hingerichtet. Unverzüglich! Der Zirkel ist dafür nicht verantwortlich. Ihr dürft das nicht zulassen, Champion. Helft uns, diesen Wahnsinn aufzuhalten. Und ich verlange, dass ihr uns unterstützt. Selbst ihr müsst doch einsehen, dass eine derartige Ungeheuerlichkeit nicht hinnehmbar ist. Wieso debattieren wir über das Recht der Auflösung, wenn das Monster, das dies getan hat, genau hier ist? Ich werde ihn töten. Das schwöre ich euch. Es lässt sich jetzt nicht mehr aufhalten. Ihr müsst eine Wahl treffen. War das der Grund, weshalb ich die oberste Klerikerin ablenken sollte? Ihr wart daran beteiligt? Wenn ihr gewusst hättet, was ich vorhatte, hättet ihr euch bei eurer Ehre verpflichtet gefühlt, mich aufzuhalten. Dieses Risiko konnte ich nicht eingehen. Der Zirkel ist ein Unrecht, nicht nur in Kirkwall, sondern auch an zahlreichen anderen Orten. Die Welt muss das erkennen. Athena ist nicht der Zirkel. Sie war eine gute Frau und ihr habt sie ermordet! Ihr Narr! Ihr habt uns alle verdammt! Wir waren bereits verdammt. Wir hatten nur die Wahl, ob wir jetzt schnell oder später langsam sterben wollen. Und ich ziehe es vor, kämpfend in den Tod zu gehen. Ihr habt dadurch möglicherweise alle gegen die Magier aufgebracht. War denn jemals jemand für uns? Es spielt keine Rolle. Selbst wenn ich es wollte, könnte ich nicht untätig bleiben. Die Leute werden nach Blut verlangen. Ich lasse nicht zu, dass sie euch alle abschlachtet. Aber was geschieht mit Anders? Wenn ihr das tut, Hawk, weiß ich nicht, ob ich euch folgen kann. Ihr wollt also diese Magier verteidigen, trotz allem, was sie getan haben? Ihr verschreibt euch einer hoffnungslosen Sache. Seid ihr euch da sicher? Diesen Kampf könntet selbst ihr verlieren. Ich weiß, wir können es schaffen. Ich glaube an euch, Hawk. Verdammt, in was bist du jetzt nur wieder hineingeraten, Isabella? Sei vernünftig, Schwester. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Denkt gut darüber nach, Champion. Wenn ihr euch auf ihre Seite stellt, werdet ihr auch ihr Schicksal teilen. Ich werde euch nicht helfen, Meredith. Dem Erbauer sei Dank. Nein. Ich kämpfe nicht, um diese Magier zu retten. Weder für euch, noch für sonst jemanden. Ich verstehe, was ihr vorhabt. Und mein Platz ist an eurer Seite. Ihr seid eine Narrin, Champion. Tötet sie alle! Ich mobilisiere den Rest des Ordens! Geht! Flieht in die Galgenburg, bevor es zu spät ist! Yeah.
Es ist also soweit. Ich weiß nicht, ob wir diesen Krieg gewinnen können, Champion, aber ich danke euch. Ich lasse euren Freund hier, damit ihr über sein Schicksal entscheiden könnt. Ich muss zurück in die Galgenburg. Trefft euch dort so bald wie möglich mit mir. Ihr könnt mir nicht sagen, was ich mir nicht schon selbst gesagt hätte. Ich habe einen Geist in meine Seele aufgenommen und mich für alle Zeiten verändert, um dies zu erreichen. Dies ist die Gerechtigkeit, auf die alle Magier gewartet haben. Ich hätte euch vielleicht verstanden, wenn ihr es mir nur erzählt hättet. Ihr seht über diese Tat hinweg? Über die brutale Ermordung einer unschuldigen Frau des Glaubens, die ihr kanntet und die euch vertraut hat? Ich wollte es euch ja erzählen. Aber was wäre gewesen, wenn ihr mich aufgehalten hättet? Oder schlimmer noch, wenn ihr euch entschieden hättet, mir zu helfen? Das konnte ich nicht zulassen. Die Welt muss das erkennen. Dann können wir alle aufhören, so zu tun, als sei der Zirkel eine Lösung. Und wenn ich dafür mit meinem Leben bezahlen muss, dann bezahle ich diesen Preis. Vielleicht wäre Gerechtigkeit dann zumindest wieder frei. Irgendwelche Meinungen? Würdet ihr das auch fragen, wenn ich heute in der Kirche gewesen wäre? Ihr wisst, was getan werden muss. Ein kühner Plan hätte von mir sein können. Der Glaube ist keine Entschuldigung. Und Aufrichtigkeit ist keine Rechtfertigung für das hier. Er sollte mit uns kommen und alles tun, um die Sache wieder in Ordnung zu bringen. Ich habe all diese Magier und Templer so satt. Was auch immer ihr tun werdet, bringt es einfach hinter euch. Helft mir, die Magier zu verteidigen. Ihr meint, ich soll bei euch bleiben? Ich hätte nicht gedacht, dass ihr mir das gewährt. Aber wenn ihr es tut, werde ich gegen die Templer kämpfen. Ja, das werde ich, verdammt. Nein, ihr könnt diese Abscheulichkeit nicht davonkommen lassen. Entweder ihr stirbt, oder ich kehre nach Starkhaven zurück. Und wenn ich wiederkomme, bringe ich eine derart gewaltige Armee mit, dass von Kirkwall nichts übrig bleiben wird, worüber diese Maleficare herrschen könnten. Haltet euch raus, Sebastian. Ich werde nicht gegen euch kämpfen, Hawk. Es wäre ein sinnloser Tod, wenn ich jetzt sterbe. Ich werde nach Starkhaven zurückkehren, aber ich schwöre, ich werde wiederkommen und euren geschätzten Anders finden. Ich werde ihn lehren, was wahre Gerechtigkeit ist. Ich danke euch für mein Leben. Ich werde versuchen, es diesmal besser zu nutzen. Oh, wie erfrischend. Wir sollten uns schnellstens auf den Weg zur Galgenburg machen. Wir wollen doch nichts verpassen. Nur um das klarzustellen, Anders. Wenn das hier vorbei ist, werdet ihr euch wegen eures Verbrechens stellen. Ich bin mir eures Bekenntnisses zur Unterdrückung durchaus bewusst. Zu den Gesetzen des Landes, die gleichberechtigt für alle gelten. Das würde ich tatsächlich zu gern sehen.